Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ich mache mal ein Stück weiter. So, zu einem neuen Hardware-Video. Unboxing haben wir ja schon gemacht zum OpenCon. OpenRun Mini. Und zum OpenRun. Jetzt geht's ans Hardware-Video. Ich habe mich dafür entschieden, halt gleich mit dieser Perspektive anzufangen, ob man, und Unboxing hatten wir gleich auf dem Tisch, mal andersrum zu machen, weil jetzt sind Bluetooth-Kopfhörer, die was Besonderes sind, und da ist die Kameraperspektive jetzt erstmal besser und es ist nur das Produkt zu sehen. Es ist ein Ladekabel mit bei, mit Magneten, aber es geht ja hauptsächlich um das Produkt. Und um den ersten Eindruck, und da ist diese Perspektive jetzt gleich halt am besten. So, wir müssen jetzt erstmal die Kopfhörer mit dem Handy verbinden. Dafür mache ich jetzt am Handy erstmal, ihr braucht keine Zusatzsoftware oder irgendwas dergleichen. Wie bei anderen Herstellern, ach, Bluetooth habe ich schon an. So, jetzt müssen wir die Kopfhörer anmachen. Und die haben, wo war denn der Knopf jetzt hier gleich? Ah, hier unten haben sie Plus, Minus. Und beim Plus ist gleichzeitig noch ein anderes Symbol dran. Ich versuche mal, dass ihr das vielleicht seht. Da. Seht ihr schlecht wahrscheinlich. Hier sind hier Plus und Minus. So, da seht ihr so ein bisschen. Und bei Plus ist halt dann noch ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte, der für an und aus ist. Und hier ist halt der Ladekabel. Ist ja so ein Magnet. Aha, okay. Ist wie bei allen anderen. Ihr drückt halten und jetzt blinkt er blau und rot. Also da ist jetzt kein Unterschied. Ein bisschen vibriert hat es gerade. Und wir gucken jetzt hier einfach mal nach neuen Geräten. Jetzt habe ich schon das OpenRun drin. Und zwar das OpenRun bei Shox steht hier. Ich koppel mich gerade damit. Koppeln. So, wir sind damit verbunden. Anrufe, Medienaudio, Kontakte teilen, entkoppeln, umbenennen. Ist eigentlich alles im grünen Bereich. So, ich öffne schon mal Spotify. Da zoome ich erstmal gleich ein bisschen ran, damit ihr das seht. So. Und ein bisschen höher machen, weil es geht ja jetzt darum, die kommen praktisch übers Ohr und liegen dann auf den Wangenknochen auf. Warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken, Leute. Entschuldigung. Aber wir haben hier schon wieder fette Gradzahlen in der Bude. So, bin mal gespannt, weil ich habe ja einen dicken Kopf. Ach so, hinten ist noch so ein bisschen Platz. Also nicht zu nah, nicht ins Ohr rein oder so. Wirklich so am Wangenknochen. Die liegen auch automatisch auf. Also die sind extra so geformt, wie sie sein sollen. Ich muss mal gucken, als Brillenträger. Ich kann die Brille trotzdem noch tragen. Hier seht ihr das vielleicht gut. Ich werde mal versuchen, beim Bearbeiten des Videos dann vielleicht noch ran zu zoomen, dass ihr halt ein bisschen mehr seht. Ja. Also wirklich, ich bin so gespannt. Erste Mal, dass ich sowas benutze. So, und wir machen als erstes Nemesis. Geil. Ich höre was. Und ich höre mich selber auch. Ich mache mal volle Pulle. Geil. Ist das geil? Mal hier hoch, volle Pulle. Warte mal, wo war das? Ah, hier. Ah, das leise?
Geil. Gleich beim ersten Augenblick sitzen die wirklich super. Man hört ein bisschen was. Ich habe jetzt volle Pulle aufgedreht. Und die vibrieren bei voller Pulle bei mir. So ein bisschen. Was aber auch cool ist. So, ich mache jetzt mal eine Lautstärke, wo ich sage, Entschuldigung, Leute. Kann man hier irgendwas falsch machen, wenn man das irgendwie falsch... Ich werde das mal testet, gerade mal. Bisschen höher, bisschen runter oder so. Nö, man kann da gar nichts falsch machen. Einfach nur aufsetzen. Und man hat gleich Ton und wackelt nicht. Man kann nichts falsch machen. Die sind auch so geformt von der Biegung her, damit sie sich halt den Kopf so ein bisschen anpassen. Ich will mal kurz was testen. Ja, denn hier ist es dann halt wirklich leiser. So. Ja. Voll geil. Ich bin da. Ich höre das richtig gut. Hier wackelt nichts. Ich nicht wundern, dass ich hier mal wieder ranzuppel. Ich gucke, ob irgendwas wackelt oder sich löst oder. Ist wirklich. Nee, bleibt da, wo es ist. Mach mal ein anderes Lied. Wurzel allen Übels. Genau, das will ich jetzt hören. Das hört sich richtig geil an. Ich höre mich selber. Ich kann hier. Ich höre mich selber. Ich werde nicht zu laut. Ich höre hier ringsherum, wenn Josie hier hin und her flitzt gerade, weil die ihr Zimmer aufräumt. Das ist so geil. Es fühlt sich total leicht an. Also ich habe nichts im Ohr oder auf dem Ohr wegen Schwitzen. Also wie gesagt, gestern Abend 28 Grad. Er trägt sich wirklich leicht locker. Und ich kann mir super vorstellen, das dann im Fitnessstudio auch zu tragen. Oder wenn ich halt, wenn ich laufe. Weil ich höre erstmal meine Umgebung, wenn einer was von mir will. Ich höre den Verkehr. Jetzt werden wir mal testen. Ich rufe mal meine Tochter an. So, da muss ich jetzt durch. Tochter. Drücken wir mal wieder ein bisschen raus. So. Klingelt nur, wo ist denn die hin? Josie? Schon abgehauen, die war doch noch eben noch da.
Ah, der wird sein Handy noch nicht vergessen. Ja, keine Ahnung. Ist gerade nicht da. Mikrofon kann ich nicht testen. Das werden wir dann im Vergleichsvideo machen. Nee, doch, ist da. Ich rufe dich gerade die ganze Zeit an. Auf mein Handy? Nee, auf den Ziegelstein. Wie? Du hast, du glaubst, der Anruf kommt nicht durch, du hast Ton aus. Naja, dann mach mal Ton an. Auf Handy? Ja, Icke. Dein Vater. Ja, hier, das siehst du und das habe ich dir auch gerade angekündigt. Und was sagst du? Wie hörst du mich? Klara? Inwiefern klarer? Beschreib mal. Also keine Zwischengeräusche. Kein Rauschen. So wie mit den anderen Kopfhörern. Okay. Warte mal kurz. Esel fressen Nessel nicht. Nesseln fressen Esel nicht. Test, Test, Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ABC. 1, 2, 3, 4. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Was sagst du? Super. Danke dir. Tschüss. So. Also. Meine Tochter hat jetzt gesagt, so, ich hab's da ausgemacht. Meine Tochter hat jetzt gesagt, die hören sich besser als die anderen Kopfhörer, die ich früher mal hatte oder bis zuletzt hatte, an. Die haben kein Nebenrauschen. Also man versteht mich klar und deutlich, hat sie gesagt. Ohne Probleme. Und was hat sie gesagt? Ja, klar und deutlich, ohne Nebengeräusche und kein Rauschen. So wie bei den anderen, die ich vorher immer hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, welche sie meint. Also sie findet es gut. Also Gesprächsqualität auch gut. Natürlich denke ich mal, weil das Mikrofon ja direkt hier oben ist, beim Joggen oder Fahrradfahren wird es natürlich, ich sitze ja jetzt hier, wird es Nebengeräusche geben. Da ist dann das OpenCom mit dem extra Mikrofon besser geeignet, was dann halt weiter vorne ist, denke ich mal. Aber so, auf jeden Fall voll geil. Ich werde die jetzt testen in der nächsten Zeit. Wenn ich laufen gehe, also nicht, ich mache nicht Jogging. Meine Ärztin, meine Frau haben mir gesagt, nicht Jogging. Weil ich ja noch ein bisschen was drauf habe und das halt zu schwer und zu anstrengend für meine Kniegelenke und so und allgemein für meine Knochen und Kniegelenke ist. Ich mache gerade schnelles Gehen. Und zusätzlich gehe ich ja gerade auch ins Fitnessstudio. Also ich werde die dann im Fitnessstudio benutzen und beim schnellen Gehen werde ich die benutzen. Ich bin da mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, das ist nur der erste, nur das erste, die ersten Videos, das Unboxing und Hardware. Lasst mich die mal ein, zwei Wochen benutzen. Ich habe jetzt drei Sachen. Ich werde die dann wenn die abwechselnd benutzen. Da ich nur zwei, dreimal die Woche im Studio bin und sonst halt beim Laufen bin, also so eigentlich jeden Tag laufe und sonst halt im Studio, außer Montag, dann schaffe ich es nicht, laufen. Und Studio, deswegen werde ich erst Studio und dann wahrscheinlich mittags nochmal laufen gehen oder so. Muss ich gucken, wie die Zeit ist. Weil ich frühst dann gleich zum Studio gehe. Ja, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie sie sich hier schlagen haben. Ich bin so, mein erstes Fazit ist wirklich die Tragkomfort, erste Sahne. Wirklich geil. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie runterfallen. Oder irgendwas dergleichen. Aber ich glaube, da werde ich erstmal so ein Vorab-Fazit machen, wenn wir die jetzt hier so ein bisschen getestet haben. So mein ersten Eindruck. Ich bin einfach momentan jetzt noch vom ersten Benutzen, jetzt vom ersten Open Run, bin ich erstmal komplett weggeflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert mit dem Schallübertragung über die Knochen. Und vor allem der Tragekomfort. Und die sind ja so gemacht, dass sie gleich sitzen. Ich habe keine Probleme gehabt, dass ich irgendwas zurechtzuppeln musste oder irgendwas dergleichen. Auf. Sitzt fertig. Geil. Geile Sache. Also das werden wir dann im ersten Fazitvideo, also da werde ich noch ein erstes Fazitvideo machen, denke ich mal, um euch da alle zu berichten.
Und dann halt auch mal, was mir denn aufgefallen ist jetzt, die Unterschiede zwischen Open Run, Open Run Mini und OpenCom, dass man da schon mal so ein paar gebündelte Informationen hat, bevor der Hardware-Check richtig dann kommt später. So, aber nichtsdestotrotz, ich verquatsch mich schon wieder. Es tut mir leid. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.